Hey, schön, dass du heute eingeschaltet hast bei meiner Wenigkeit, der Sky Zone, heute im Unreal Engine 4 Tutorial. Heute geht es darum, wie wir Sachen importieren können in die Unreal Engine. Eine extrem leichte Sache. Wir sind hier im Content Browser. Wie ihr den öffnen könnt, ist ganz einfach. Hier oben links auf Content und dann auf Content Browser 1. So, dann sind wir hier im Hauptmenü, ne, unter Content und haben jetzt hier die Möglichkeit, neue Ordner zu kreieren, indem wir Rechtsklick irgendwo hin machen und dann New Folder. Bei mir ist es so, dass ich heute eine Textur und ein Mesh importieren will, also ein 3D-Objekt, und das ist eine Schranke. Deswegen bin ich unter Content, Meshes und Schranken, einfach damit wir eine kleine Übersicht hier reinbekommen. Als nächstes klicken wir hier oben links auf Import. Wir können das Ganze auch direkt aus Windows, also aus dem Explorer, importieren. Das werde ich euch gleich auch mal zeigen. Ich klicke jetzt erstmal hier auf meinen wunderbaren Ordner, aus dem ich jetzt die ganzen Sachen haben will. So, das ist dieser Ordner hier. Wir haben jetzt also hier das Importfenster und so sieht das Ganze aus. Ich will heute hier diese Texturen importieren. Die gehören nicht zu dem Mesh, also nicht wundern. Und ich will hier dieses 3D-Modell importieren. Aber jetzt gibt es eine Sache, und zwar dieses 3D-Modell. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt mit dem... konnte nicht geladen werden, spielt keine Rolle. Dieses 3D-Modell besteht aus einer Schranke und der Schrankenbasis. Aber ich will erstens dieses Objekt geteilt importieren und einmal dieses Objekt zusammen importieren. Also, ihr habt beispielsweise ein Auto und dort ist eine Tür dran, die ist einzeln, aber gehört zu dem 3D-Modell, zu dieser FBX-Datei und so weiter und so fort. Ihr habt eine Motorhaube, die locker da drauf liegt, gehört aber zum FBX-Ding. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ich Doppelklick hier drauf mache, zu sagen, ob diese wunderbaren Sachen hier, ob dieses 3D-Objekt combined werden soll, also ob alles, was in der FBX-Datei ist, zusammengeschmolzen werden soll oder ob nur Einzelteile importiert werden soll. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Erstmal haben wir jetzt hier die FBX Import Options und hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, das ist ein Skeletical Mesh. Ist es nicht, ist es eine Schranke. Wir können sagen Build Nanite. Hiermit können wir jetzt zum Beispiel festlegen, ob das Ganze mit dem Nanite-System laufen soll. Ich sage mal, ja, soll es. Generate Missing Collision steht hier. Der zeigt das nicht ganz an, so. Collision, da wird dann automatisch Collision hinzugefügt. Hier würde ich einfach mal ja sagen. Ich meine, ihr könnt die immer noch im Notfall ändern, wenn jetzt hier bei Blender oder in 3ds Max oder Cinema 4D keine Collision hinzugefügt wurde. So, hier unten haben wir jetzt Transform, also da können wir jetzt prinzipiell sagen, hat er schon eine spezielle Rotation oder Skalierung, das hier unten ist eigentlich alles egal. Hier unten habt ihr noch die Möglichkeit, direkt ein Material zu kreieren. Da sagt man, ich immer do not create Material und auch keine Textures importieren, weil ich mache das immer selber. Wenn ich den nämlich ein Material erstellen lasse, dann wird das meistens unperformant, weil der ein Hauptmaterial und kein Master Material erstellt und dazu wiederum eine Material Instanz. Wenn das jetzt zu schnell ist und ihr denkt so, hey, was ist eine Material Instanz und ein Master Material, keine Sorge, dazu kommen auch noch Tutorials. Lasst mir es einfach mal so im Raum stehen, dass der, wenn ihr hier Materials erstellt, dass er eher unperformant für euer Spiel, wenn ihr ein großes Spiel nachher machen wollt, das macht. Ihr solltet mal mit Material Instanzen arbeiten. Das bedeutet, wir haben ein Material und davon leiten wir immer wieder und wieder Kopien ab, ja, also Instanzen ab. Und das heißt, wenn der das Material lädt, dann lädt er unsere Texturen dazu, aber als Hauptmaterial lädt er eben nur unser Hauptmaterial. Und die Kopien sind technisch gesehen einfach nur Referenzen zu dem Hauptmaterial. Ist ein bisschen komisch zu erklären, werde ich im anderen Video machen. So, wenn wir jetzt weiter hochscrollen, dann haben wir hier Mesh. Und dort haben wir Skeletical Mesh, Build Nanite und Generate Missing Collision. Wenn wir jetzt hier auf Show Advanced draufklicken und das mal öffnen, haben wir hier noch weitere Gruppen. Und das ist erstmal für euch alles relativ unnötig, für Anfänger unter euch, bis auf dieser Punkt hier. Combine Meshes. Combine Meshes sagt prinzipiell, ob diese ganzen FBX-Dateien, die in dieser einen FBX-Datei drin sind, also diese 3D-Modelle, die in der einen FBX-Datei, die wir jetzt importieren, drin sind, ob die kombiniert werden sollen in ein Objekt oder als einzelne Objekte importiert werden sollen. Ich sag jetzt erstmal für Versuch Nummer 1, wir wollen die gesamte Schranke in ein einziges 3D-Modell importieren. Ich klicke also hier auf Combine Mesh. Diese Funktion ist sehr, sehr sinnvoll, wenn ihr Autos importiert oder, ich sag mal, Objekte, die schon fertig zusammengesetzt sind und die ihr nicht mehr einzeln bewegen wollt. Ich klicke also auf Import und er, bam, hat jetzt hier meine wunderbare Schranke importiert und er sagt mir jetzt hier, oh, die hat aber das und das und keine Ahnung, die ist degeneriert, wir haben hier keine richtige UV und bla bla bla. Das können wir jetzt erstmal ignorieren, ja. Also das ist jetzt klar, weil ich das hier combined habe. Ich schließe das Fenster und hier habe ich jetzt meine Schranke. Wunderbar, ich klicke Doppelklick drauf und das ist meine Schranke. Mit dem Haken, dass ich natürlich jetzt diese Schranke als 3D-Modell habe und das ist natürlich jetzt blöd, weil ich die kombiniert habe.
Denn wenn ich die jetzt in mein Level reinziehe, kann ich nicht mehr... Oh Mann, meine Kamera ist ja übel schnell. Sekunde, wo ist denn jetzt mein Mesh? So, wenn ihr mal das Problem habt, dass ihr euer Mesh nicht wiederfindet, ist aber noch markiert ist, ne, wenn es hier noch so markiert ist, könnt ihr wegfliegen, drückt einmal F und ihr werdet automatisch wieder an das Objekt rangezoomt. So, jetzt haben wir das Problem, was meine wunderschöne Schranke hier zwar steht, aber nicht zu gebrauchen ist, weil ihr seht schon, so funktioniert keine Schranke. Ich lösche das Ganze jetzt, lösche das auch nochmal hier aus dem Content Browser, Force Delete und sage jetzt wieder Import, klicke wieder meine Schranke an. So, und diesmal sage ich Combine Meshes aus und passt auf, was passiert. So, er zeigt mir jetzt wieder ein paar unnötige Fehler an, die habe ich in der Unreal Engine 4 komischerweise nicht, spielt aber auch keine Rolle, klicken wir wieder weg. Und jetzt habe ich hier zwei 3D-Objekte, ich ziehe die also rein, die sind beide markiert, so, und habe jetzt hier meine Schrankenbasis und meine Schranke. Wenn ich jetzt mal die Schranke hier hochziehe, seht ihr schon, ich mache mal das Grid aus, dass das hier perfekt passt und meine Schranke jetzt eine richtige Schranke ist. Und sie würde auch auf und zugehen, wenn ich das hier mit meinem wunderbaren Blueprint haben wollte. Und wenn ihr keine Schranke haben wollt, kann das hier auch eine Windmühle sein. Das ist eigentlich alles komplett. Da ist man flexibel. So, ich öffne meinen Content-Browser wieder und wir importieren jetzt eine Textur. Das ist nämlich auch mega leicht. Ihr habt ein Bild, was ihr unbedingt in der Unreal Engine drin haben wollt, wie zum Beispiel das hier. Oder wisst ihr was, einfach nur just for fun, werde ich tatsächlich mal eine Schranke importieren. Hier ist eine Schranke. Wir nehmen mal die für S, für Short. Habt ihr gesehen? Einfach draufklicken, Import, Ende. Er tut die direkt importieren, ohne weitere Probleme. Und wenn wir jetzt daraus ein Material erstellen wollen, um das mal zu testen, wie gesagt, das ist unperformant, so direkt ein Material zu erstellen. Ich würde erst Master Material erstellen. Aber zum Testen können wir einfach Rechtsklick hier auf die Textur machen und Create Material machen. Jetzt, wenn wir das öffnen, ist natürlich nur hier diese Textur damit verknüpft, aber spielt auch erstmal keine Rolle. Ich ziehe es jetzt hier drauf. Und, oh, Leute, das ist das Bollard-Material. Das passt erstaunlicherweise sehr, sehr gut sogar hier drauf. Aber es ist das Bollard-Material. Das bedeutet, das ist die falsche Textur für unsere Schranke. Wir werden kurz nochmal schauen. Ich scroll mal kurz runter. Das ist jetzt peinlich, ja. So, das hier ist die richtige Textur. Sorry. Also, wieder Create Material. Leute, macht das nicht so mit dem Create Material. Das ist halt relativ noob-mäßig. Das ist jetzt nur, damit wir schneller sehen. Und jetzt lädt er unsere Material, schätze ich mal. Ah, jetzt hat er es gemacht. Und das hier ist unsere Schranke, tada. Wollt ihr so ein Schrankenpack im Unreal Engine Market Store sehen? Wenn ja, für wie viel Euro? Wo ich einfach mal so ein paar Parking-Assets reinmache, wie eine Schranke, ein Parkautomat und also hier so ein Parkscheinautomat, der da vorkommt, mit so ein paar Boller oder halt auch Parkschildern und sowas. Wollt ihr sowas im Unreal Engine Marketplace sehen? Wenn ja, hinterlasst mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, auch für wie viel Euro ihr sowas holen würdet, weil das Problem ist immer, man weiß halt nie, für wie viel man das wirklich anbieten soll. Schreibt gerne eure ehrliche Meinung mal da rein, ob ihr sowas A haben wollt und B, ob und für wie viel Euro, ne? Spielt auch keine Rolle, wann ihr das da reinschreibt, also ob das in einem Jahr ist oder jetzt, ne? Das spielt überhaupt keine Rolle. Also auch für neuere Zuschauer, die noch dazukommen werden. Und ja, auf jeden Fall so geht das Ganze, es ist extrem leicht und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, mit Rechtsklick hier auf Edit zu gehen und hier diese ganzen 3D-Modelle halt zu editieren mit Collision und so. Wir haben jetzt eine automatische Collision schon hinzugefügt, deswegen passt das hier soweit. Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal bei meiner Wenigkeit, der Sky, so mit einem weiteren Unreal Engine 4 Tutorial. Wir sehen uns immer sonntags um 20 Uhr, vor allem in Livestreams, Level Design Livestreams. Und deswegen würde ich mich jetzt mal verabschieden und sagen, ciao, ciao.